Oh, da ist ein Sniper. Hat der hier zufällig? Nein, schade. Den erwische ich hier auch gar nicht, ne? Ne. Treffe ich ihn dann? So treffe ich ihn. Ist immer so schwierig, wenn ich weiß, wie dicht das ist, ob da eine Erhebung ist, wodurch ich dann praktisch, wo ich dann praktisch gegenschieße oder ob es nur Gras ist. Wo ist hier der verdammte Eingang? Das wüsste ich auch gern. Ich hätte sonst einfach... Hier oben? Können wir hier rauf? Ach, schade. Also hier ist auf jeden Fall nicht der Eingang. Aber es gibt hier Kisten. Und ein Lämpchen. Das ist doch auch schön. Ein bisschen Inneneinrichtung, aber das war's auch. Verdammt, wo guckt der hin? Ach, der ist da unten. Ja, okay, dann ist egal. Dann gehen wir einfach mal weiter hier lang. Können wir hier überhaupt weiter? Ah, vielleicht müssen wir doch woanders lang. Da müssen wir lang. Dann gehen wir mal da lang. Ich frage mich ja, ob man sich auch in diesen Gebüschen da verstecken kann und so das hier eigentlich nicht mehr sehen. Das funktioniert nämlich leider nicht bei jedem Spiel. Wie man zum Beispiel bei Dishonored gemerkt hat. Da haben solche Gebüsche leider nichts gebracht. Okay, wir sind da. Die haben es geschafft. Was, schon wieder? Sicher, dass sie mich nicht erschießen wollen? Komm, verschwinden wir von hier. Der Laden hier stürzt jeden Moment ein. Nein, wir können nicht weg. Der Feind ist immer noch da draußen. Verletzten bremsen uns aus. Du gehst. Ich sehe den Rückzug. Bishop, da draußen sind ich werde so tun, als würde ich die Festung attackieren. Das lenkt sie ab. Sobald du in Sicherheit bist, feuerst du ein Leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Scheiße. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch, Spezialist. Komm her. So. Wie ein echter Australier. Sieht gut aus. Danke. Auf die Beine, Jungs. Und los. C'est la guerre. Das ist der Krieg. Ha! So viel Französisch kann ich noch, dass ich weiß, was es... Was das bedeutet. Guerre heißt Krieg auf Französisch. Und Ali Hoff? So, wie mache ich das da denn am besten? Es tut mir leid, aber es klingt für mich ein bisschen nach Russisch. So. Oh Gott. Oh.
Alter, was die immer für Töne von sich geben. Und zack. Guti, den haben wir auch erledigt. So, wir müssen da nach oben. Wir müssen echt aufpassen. Da oben ist noch einer. Vielleicht schnappen wir uns hier mal schnell. Bevor uns hier noch ein bisschen zu gefährlich wird. Der Typ ist auf jeden Fall schon in Alarmbereitschaft. Oh shit! Ich nehm's mit euch allen auf! Oh Gott. Na? Na? Ah, so. Ach so, da ist noch einer. Da unten ist aber noch irgendwo einer. Und noch mehr als einer. Ach verdammt, jetzt geht schon wieder die Munition flöten. Wir haben hier doch irgendwo einen ausgenockt. Au, au. Hä, was war das denn? Jetzt wurden wir nach oben gebackt. Wo sind die denn? Au, oh, oh fuck. Ja. Ja, ich hätte das sowieso gerne nochmal gemacht, weil das ein bisschen doof gelaufen ist. Ich würde das eigentlich lieber sneaky machen. Ich möchte mich da nicht erwischen lassen. Das ist halt zum Ende ein bisschen blöd gelaufen. Okay, ein Meldegänger muss wissen, wann er kämpft und wann er laufen muss. Und da oben. Los, einer von denen muss jetzt loslaufen. Oh shit. Verdammt. Oh shit. Puh, 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 puh. Müssen warten, bis die beiden da nicht mehr so krass in der Alarmbereitschaft sind. Ach komm, das habt ihr euch nur eingebildet, da ist nix. Ich schwör, Alter, ich schwör, da ist nix. Ja, sauber. Wenn ich doch nur verstehen könnte, was sie da erzählt. Nee, okay, jetzt klingt es wirklich mehr russisch. Aber jetzt sind alle unten, wirklich? Ach kommt, wisst ihr was? Das ist mir jetzt alles zu doof. Ja, holt nur den Alarm. Holt nur den Alarm, das ist mir jetzt auch egal. Ja, gut. Munition, Munition, Munition. Ey, ich hab doch Munition aufgehoben. Aber andere Munition.
So, das haben wir besser gekriegt. Au. Au, 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 au. Au! Alter! Haben wir... Oh, nein, das wollte ich nicht holen. Das wollte ich nun wirklich nicht holen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hä? Ich geh mal oben lang. Alter, oh, oh. Nein, 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 nicht nachladen, nicht nachladen. Nicht nachladen. Das war ein Panic Knife und jetzt sofort runter. Boah, mehr Glück als Verstand, mehr Glück als Verstand. Mehr Glück als Verstand, aber sowas von mehr Glück als Verstand. Alter Schwede. Okay, aber wissen, wo noch einer ist. Können wir langsam den Alarm deaktivieren? Der geht mir langsam auf den Geist. Alter, und vor allem, wie viel Schaden macht der eigentlich? Und vor allem auch noch, eigentlich waren wir schon längst hier hinter dem Berg. Wo bist du? Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Gibt's hier nicht irgendwo? Ich bräuchte eigentlich... Sonst laufen wir hier einfach durch. Laufen! Und jetzt schleichen wir wieder. In der Hoffnung, dass hier nicht alle in Alarmbereitschaft sind. Das wäre nämlich echt toll. So wäre. Aber ich höre auf jeden Fall jemanden. Aber der Alarm ist auf jeden Fall wieder aus. Das war der doch bestimmt. Ah, das ist ja schon hier direkt hier. Was passiert hier? Okay, aber es wird gespeichert. Gott sei Dank. Ach nö. Zum Glück können die nicht zielen. Das ist wahr. Wow. Das kann ja witzig werden. Na ja, wann kriegen wir hier Munition? Ist das nicht sogar die Munition? Nein, ist es nicht. Ja. Oh. Alter Schwede. Wenn man da nur was sehen könnte, ne? Ich kann auch mit einer Granate schmeißen. Ja. Sehr schön. Und adios, amiga. Aber sowas von, ey. Ganz ehrlich. Au, 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 au. Ich würde ihn jetzt nur gerne sehen können. Ist aber bei dem Rauch ein bisschen schwierig. Alter, wie viele Granaten haben die denn? Meine Güte. Auf jeden Fall zu viele. Das steht auf jeden Fall fest. So. Den haben wir, den Bastardo. Jetzt drücke ich mal Dauer-Q und hoffe, dass ich ihn dadurch auch irgendwie markieren kann. Weil ich keine Ahnung habe, wo der Typ ist. Da ist er.
Das war ja aber auch ein komischer Delay mit der Granate. Ich meine, hat er ja in seiner... Anhand seiner Animation... Kommt das gerade von da hinten? Nein. Alter! Ey, ich treffe echt nichts. Das ist ja schon echt peinlich. Das ist ja gerade wirklich peinlich. Ich stelle mich hier gerade... Aber ich komme halt... Ich muss mich halt echt immer noch an diese Waffen gewöhnen. Das habe ich halt noch nicht so ganz. Und ich kann halt auch nicht sehen... Ach, die sind ja so etwas. Ach so. So. Den haben wir auch. So. Den haben wir auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja richtig witzig werden. Oh, nein, was war das denn? Okay, das schaffen wir. So. Hinten ist aber noch einer. Muss ich nur treffen. So. Und da hinten ist noch einer. Den haben wir auch. Und jetzt? Ich bin am Punkt. Ah. Tatsächlich sterben werden. Okay, obere den Innenhof. Natürlich kommen die von hinten. Ich hoffe, du bist in der Nähe. Oh, oh, shit. Na toll, gerade jetzt haben wir keine Munition mehr. Verdammt. Uno momento. Oh, da. Dankeschön. So. Wirklich? Wirklich? Und zack. Zack. Wirklich. Zack. Jetzt aber. Los, explodier, explodier, explodier. Ey, ich hab ihn doch am Dingens erwischt. Ja, geht doch. So. Das haben wir jetzt auch geschafft. Erstmal die ganze Munition einsammeln. Können wir ja alles gebrauchen. Puh. Dann hoffen wir jetzt einfach mal nur, dass sie es geschafft haben. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Oh.
Die Kämpfe dauerten 9 Monate an und mündeten schließlich in einen hart erkämpften Sieg der Osmanen. Sie konnten Gallipoli halten. Fast 100.000 osmanische Soldaten verloren bei der Verteidigung ihrer Heimat ihr Leben. Aus ihren Reihen erstanden jene kampfgeschädigten Anführer, die danach die Republik Türkei gründen sollten. Erstmals kämpften Australien und Neuseeland unter ihrer eigenen Flagge. Die Geschichten von Heldentum und Kameradschaft waren entscheidend bei der Herausbildung ihrer nationalen Identitäten. Und damit haben wir auch schon die nächste Kriegsgeschichte abgeschlossen. Und ich muss sagen, vielleicht auch eher mit Ach und Krach abgeschlossen, weil wir uns vor allem am Anfang einfach nur total dämlich angestellt haben. Aber wir haben es geschafft. Wobei sich jetzt natürlich auch die Frage stellt, ob der Australier hier, der Bischof, ob er es jetzt auch noch rechtzeitig schafft oder ob praktisch seine letzte Stunde eingeschlagen hat. Ich meine, die Osmanen hatten ja gewonnen. Und das leitet ja dann automatisch ab, dass die wohl verkackt haben. Und da könnte man sich mal schon vorstellen, dass er es eventuell auch nicht überlebt hat. Müssen mal gucken, ob es die Namen wirklich gibt. Das muss ich echt mal gucken. Ob die Personen wirklich damals im Ersten Weltkrieg auch tätig gewesen sind oder ob das alles eher fiktive Personen sind, aber die Geschichten auf wahren Begebenheiten beruhen oder sowas. Das wäre eigentlich ganz interessant herauszufinden. Das müsste ich mir echt mal angucken. Ja, aber wie dem auch sei, wir haben die 4. Kriegsgeschichte abgeschlossen, der Meldegänger. Und dann gibt es nur noch die letzte. In der letzten, das kann man hier auch schon erkennen, haben wir sogar ein Mädchen. Ich weiß auch so in etwa, worum es geht. Auf jeden Fall finden wir uns da in der Wüste. Es geht um Lawrence von Arabien. Und ich glaube, das Mädchen, zumindest hatte Dice das einfach mal in einem Blog-Eintrag beschrieben, sollte das Mädchen die Aufgabe besitzen, ich glaube, Pläne oder bestimmte Bauteile oder so, der gepanzerten Züge von den Gegnern zu stehlen oder zumindest ein paar Dinge herauszufinden, damit die Truppen von Lawrence gegen das Osmanische Reich antreten können. Aber naja, wir werden das ja dann alles sehen in der 5. Geschichte. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Battlefield 1 im Singleplayer. Also bis dann, meine Lieben, eure Fini, cheerio!